Komm. Ja. Wow. Wow. Ah! Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Eine kleine Story von mir, eine kleine Geschichte. Holt euch ein bisschen Popcorn und ich erzähle euch was. Eines Morgens wachte ich auf, wie immer, machte ich Clash Royale auf, um meine Gratis-Truhen aufzumachen. Und als ich diese Gratis-Truhen aufmachte, ploppte eine Karte auf, die ich überhaupt nicht kannte, die ich vergessen habe, die in die weiten Welten des Clash-Universums verschwunden ist und nie wieder jemand irgendjemand gesehen hat. Als ich auf der Toilette saß, traf es mich wie ein 6 Elixierblitz. 3 Donnerschläge, die das Porzellan runterkrachten und es dämmerte mir dann in den Kopf rein. Eine Karte haben wir in diesem Spiel komplett vergessen. Nachdem die rausgekommen ist, habe ich diese Karte nicht einmal gesehen. Nicht 30 Matches in der 20 Wins Herausforderung. Ich habe die Karte nicht einmal gesehen. Tausende gefühlte tausende Matches in der Arena und ich habe die Karte nicht einmal gesehen. Die verdammte Kanonenkarre. Diese Karte wurde komplett vergessen. Seltsam, als die Kanonenkarre rauskam, waren viele YouTuber... Oh, das ist jetzt so eine geile Karte. So phänomenal stark, so krass OP. Leute, pumpt euer Geld in das rein, damit Supercell mich mag und so weiter. Und jetzt nix. Die verlorene Karre, die verschwundene Karre. Wir bringen die auf Level 5 hoch und machen ein kleines Tribut an die kleine Karre, rollende Karre, nachdem die rausgekommen ist und die eigentlich keiner mehr beachtet hat. Aber mal gucken, was wir damit reisen können. Wer weiß, wer weiß. Also bestimmt wird jetzt jemand sagen, ja doch, ich kenne die Karte noch, hab noch gespielt. Kann schon sein, kann schon sein. Kann schon sein, dass ein paar das machen. Aber für eine Karte, die so neu ist und eigentlich auch angeblich so stark war, ist sie doch ziemlich in Vergessenheit geraten, finde ich. Das war gerade der seltsamste Push, den ich gesehen habe, vor allem mit Level 13 Feuergeister. Wenn du Level 13 Feuergeister hast. Ich meine, es gibt 1000 andere Karten, die ich lieber auf Level 13 bringen würde. Zap des Jahrhunderts! Oh mein Gott, ich liebe dich. Ich liebe dich. Okay, der wollte Karten rotieren. Keine Frage, hat bestimmt irgendwie einen scheiß Hand oder so. Aber das war ein schöner Sepp. Der hat einfach so mal Blups gemacht. Das fand ich gut. So, und damit... Wow. Damit die Karte natürlich ihren Tribut feiert, machen wir natürlich auch den Tribut raus. So. Das erste Mal nach ungefähr 2 Wochen sehe ich diese Karte wieder auf dem Feld. Und ich musste selber... Und ich musste die selber spielen. So, so, so. Ja, doch, doch. So, Mini-Päcker gegen großer Päcker. Beides gut. Ah, schade. Schade. Kanonenkarre gegen den da, aber eigentlich nicht so schlimm. Weil ich kann jetzt eine zweite Pumpe setzen. Während der dann noch mit dem Eisgolem beschäftigt ist. Zack. Und er auch. Wir pumpen ein bisschen. Wir pumpen beide ein bisschen. Ah ja, die Kanonenkarre, die rollte übers Feld. Doch alle haben die vergessen für das Geld. Ja, die Kanonenkarre juckte keinen und die war einfach weg vom Spiel. Aber die Kanonenkarre spiele ich wieder. Warum haut er immer wieder einen Sepp auf meine verdammten Elixier-Sammler? Was macht der? Was macht der? Ach so, okay. Das macht er. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Schade, das Deck, was ich gerade hier spiele, hat absolut keine Killer. Keine Zauberkiller. Killerzauber. Killer, 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 Killerzauber. So, weil er kann mich jetzt theoretisch ziemlich überrollen. Theoretisch, theoretisch. Theoretisch. Aber praktisch ist es eine ganz andere Sache. Praktisch ist es eine ganz andere Sache, Leute, Leute, Leute. Wir reden hier von der Kanonenkarre, ne? Zack. Der hat einen Level 11 Magier mit Level 11. Der hat einen Level 11 Magier mit Level 11. Der hat einen Level 11 Magier, das sehe ich jetzt erst. Das sehe ich jetzt erst, verdammt, Leute. Das sehe ich ja jetzt erst. Der hat einen Level 11 Magier mit Level 11. Wer hat einen Level 11 Magier mit Level 11? Wer hat Level 13 Dinger da mit Level 11? So, schieb den mal... Na, verdammt. Ja, verdammt. Ach, verdammt. Ja, Level-Vorteil ist da, ne? Level-Vorteil ist verdammt da. So, der wird mich gleich überrollen. So... So. So. Holy shit, das ist das seltsamste Matchup, was ich je gesehen habe. Und das, nachdem ich die Kanonenkarre jetzt eigentlich wieder aus der Vergessenheit rausgesaugt habe, mehr oder weniger, ist das jetzt wirklich eine sehr, sehr komische Geschichte, die hier gerade ankommt. Ohne Scheiß. Sehr komisch. So, come on, Fledermäuse endlich mal am Start. Weil der hat Level 13, hier, Feuergeister und Level 11 Magier. Level 11 Magier, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Weil als ich Level 11 war, habe ich von Level 9 geträumt.
Ich habe von Level 9 geträumt und selbst das war ja schon ein Ding. So, mit etwas Glück vielleicht. Nein, der Magier stört einfach so extrem. Es wird ein Unentschieden. Es wird ein Unentschieden. Da kannst du nicht durch, da kannst du nicht durch. Zack. Blops, blops, blops. Hätte ich irgendwie einen Blitz gehabt im Deck, hätte das vielleicht was werden können. Ja, ja, nicht schlecht. Eine Kreditkarte musst du noch ein bisschen öfters durchziehen, wenn du da noch durchkommen willst. Aber diese Folge widmen wir einfach mal dieser kleinen Kanonenkarte, die so über das, stark über das Feld gerollt ist und jetzt einfach weg war vom Fenster. Ich weiß nicht mal warum. Ich meine, es gab schon viele Karten, die in diesem Spiel rausgekommen sind, aber ich glaube, noch keine war so in Vergessenheit geraten wie die Kanonenkarte. Schade. Eigentlich die neueste Karte überhaupt, aber keiner wollte mehr. Keiner wollte mehr. Wow, schon wieder Pekka. Was kriege ich hier eigentlich die ganze Zeit? Pekka-Konterdecks. So, Schlamm, Schlamm. So, mal gucken, ob wir da... Ne, können wir nicht. Ich wollte schon sagen, lass uns mal gucken, ob wir das noch irgendwie drehen können. Wahrscheinlich wird er gleich noch irgendwie Tornado zusammenziehen, ne? Ach ne, Freeze auch noch. Freeze, Freeze. Sorry, sorry, dass ich überhaupt drauf gekommen bin, dass du einen Tornado haben könntest. Dass du überhaupt einen Tornado haben könntest. Na, Leute. Oh, noch ein Hawk auf der anderen Seite. Wunderschön. 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 Weißt du, was gleich wunderschön ist? Wenn das hier gleich nach vorne rollt. Kanonenkarre sei nicht so schnell. Vielleicht sollte die Kanonenkarre langsamer werden. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Guckt euch das an. Ich bin verdammt anfällig gegen Lufteinheiten. Das ist eigentlich gar nicht mal so geil. Weil die Kanonenkarre steht immer noch und macht Damage. Okay. Hab nichts gesagt. War okay. Nee, hab nichts gesagt. War okay. Dafür, dass die Lakaien so früh raus waren und eigentlich so schnell Damage gemacht haben, war das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, okay. Wird wahrscheinlich jetzt irgendwo Henker rauskommen oder sowas. Zack, wir machen einfach primitiv. Alright. Alright, okay. Ich dachte eigentlich, da kommt jetzt irgendwie ein Henker oder so raus, aber der pumpt. Was natürlich für seinen Vorteil sein kann. Der kann ja pumpen, was er will. Aber ich finde es immer erstaunlich, wie viele Level 11er es gibt, die genau den gleichen Kartenlevel haben wie ich. Ich dachte immer, ich würde das Spiel ewig lang spielen und habe den phänomenalen Kartenlevel, aber nö. 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 Nö, und jetzt macht er mich fertig mit Freeze. Mit Freeze und so. Ne, weil das da kommt. Weil das da kommt. Weil das da kommt. Zack. Machen wir das und das. Wird Schaden nehmen, aber Hauptsache... Ah, verdammt, so viel zu Schaden nehmen. Ich korrigiere, es ist erstaunlich, wie viele Level 11er Spieler es gibt und einen höheren Kartenlevel haben als ich. Das ist das Phänomenale eigentlich. So, wir müssen noch einmal giften, wir haben nur noch 10 Sekunden. So, Mini-Packer. Hast du den Gift vergessen oder? Ach nee, der wartet bis er Gold. Ah, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Verstehe. Zack. Deswegen hat die Kanonenkarre jeder vergessen. Deswegen. Deswegen. Natürlich könnt ihr jetzt behaupten, die Level ist natürlich noch nicht so weit, ne? Aber Level 4 Kanonenkarre haben schon so, so viele Leute, Leute. Leute. Finde ich gut. Finde ich lustig. Finde ich lustig. Wisst ihr, was noch lustig ist, wenn der Freeze gleich reinkommt? So. So, das finde ich auch lustig. Das finde ich auch lustig. Du nicht? Sag, lass uns versuchen, mal 3 Kronen zu holen. Vielleicht klappt's. Vielleicht klappt's. Als ob. Als ob. Als wenn. Als wenn, Leute. Als wenn. Als wenn hier... What? Okay. Das funktioniert ja tatsächlich. Woo! What the fuck? purer Skill. Hab voll kalkuliert. Hab ihn erstmal ganz schön an mich herangezogen mit seinem Freeze. Hab ihn herangelockt, damit er schön übermütig wird. Das ist Kalkulation, Leute. Glaubt mir nicht, dass es kalkuliert war? Ich zeig's euch. Level 11er, Maximum Level Karten. Predikte ich jetzt schon mal. Ist halt so. Das ist das, was man als Level 11er haben sollte. Das bringt euch weiter im Leben. Das bringt euch weiter im Leben. Weil, Leute, ihr müsst einfach einen hohen Level haben. Dann könnt ihr was im Leben erreichen. Beziehungsweise nur Clash Royale. Aber beim Leben könnt ihr nichts erreichen. Kann man auch machen. Ist für viele schon was wert. Für viele, viele, viel zu... Okay. Hab gerade eine Rocket gesehen, glaube ich. Habt ihr auch gerade eine Rakete gesehen?
Bin mir gerade nicht so sicher. Aber irgendwas kam da an. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, das war eine Rakete. So. Okay. Ich hätte selbst sparen müssen, ist egal, aber... Ja, habt ihr die Rakete? Level 11, Golem! Golem, Riese! Habe ich's euch gesagt, Leute, oder was? Habe ich's euch gesagt, als Level 11er müsst ihr halt einfach mal so krass derben Level-Vorteil haben, ne? Ich komme drauf nicht klar, wie die Leute so viel Geld ausgeben können für dieses Spiel. Und das noch als Level 11er. Natürlich kann man sein Leben lang nur den Riesen ansparen. Aber guck mal, wie lange ich gebraucht habe, um meinen Riesen auf Level 11 zu bringen. Und der hat einen Level 11 Riese plus Level 10 Musketiere. Kreditkarte ist stark in diesem... das ist ein Japaner. Japanische Zeichen. So, nichts Wildes. Nichts Wildes. Zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Ist nichts Wildes. Kann er machen. So, zack. Okay. Das war jetzt ein komischer Push. Da dachte ich, ja Gott, ich habe einen Level 11 Goal. Ich habe einen Level 11 Riesen. Und die Pfeile, die verfehlen auch noch sowas von dermaßen. Holy shit, kein Wunder, dass du Level 11 brauchst, damit du hier überhaupt mitspielen kannst. Kollege, das ist jetzt eine schon beachtliche Leistung von dir. Das ist schon eine beachtliche Leistung von dir. So, der Turm ist down. Geh tot. Okay, wirst du vielleicht noch auf die 3 Kronen versuchen? Ich würde es machen. Wenn ich du wäre, würde ich es machen. Weil du hast viel Geld ausgegeben. Du willst doch wahrscheinlich auch irgendwas wieder zurückhaben für das Geld, ne? Du willst doch irgendwas zurückhaben für das Geld. So. Gut, dass die Musketiere hinten dran kamen. Fand ich gut. So. Und, alright, Mini-Packer pusht. Siehst du, so geht das. Und das Ganze ohne Kreditkarte. So. Alright, Fledermäuse, come on. Oh, dauert. Es dauert, aber es geht. Der Turm gehört mir. Komm. Ja. Wow. Awesome. Ja, Kreditkarte kannst du dir sowas von irgendwo durchziehen. So macht man Türme kaputt. Kalkuliert. Das ist mein Tribut an die vergessenste Karte in diesem gesamten Spiel. Die Kanonenkarre habe ich mal wieder in Erinnerung gerufen. Hinterlasst mir Daumen hoch, wenn ihr Spaß mit diesem Video hattet. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flasse. Flop.